So, und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben, haben Arschodino besiegt, der extrem stark war, haben gute Panzer bekommen. Tyrion hat endlich anfeuern gelernt und ein paar AP erhalten. Und wir lernen gerade ein paar sehr gute Fähigkeiten. Sachen. Können wir gar nicht mal gucken, wie weit die sind. Braucht noch 12, 12, 12, 28. Ah! Ein Schrei, schnell Scroll. Ach, das ist auch einfach. Guck, die kennen wir doch, dass das Mädchen von letztem Mal. Scroll! Die scheint uns sogar zu kennen. Scroll, Christel! Christi. Christus? Christi? Ah, die ganze Zeit Christus gesagt, der heißt Christi. Bin ich gerade irgendwie blind? Wird ernsthaft jetzt? Christus, doch. Ich hab gerade irgendwie gelesen. Christus, ey. Ich bin gerade irgendwie voll ballerballer. Wurf. Lagern. Haben die noch mal drauf? Ach, die haben nichts Interessantes. Ich will wissen, ich glaube, der hat... Was hast du, Shell? Guardian Force Shiva. Guardian Force Ifrit. Der Boss ist ein Witz. Kann ich dir jetzt schon mal sagen. Keine wirkliche Herausforderung. Wir schaffen ja noch den epischen Kampf heute. Oh, es wäre wirklich cool, wenn ich den Kampf schaffen würde. Und man sieht schon, die kleinen Viecher sind alle tot mit One-Hitted. Weil, wie gesagt, das ist das starke Vieh, das ist der wahre Boss. Und mit 17 Schaden... Naja. Nicht wirklich gefährlich. Aber den Wurf kriegen wir schnell hin. Wir haben Arschdino schließlich mit dem scheiß Dino letzten Part gerade gemacht. Das Vieh geht aus dem Dino einen echten Witz. Wow, 150, das ist. Das ist richtig gut. War richtig gut. So, ich hab den Hufuck noch auf die Kette. Shiva, Shiva hat wenig Lust mit dir. Pass auf, jetzt. Dich ein bisschen kalt zu machen. Die macht dich eiskalt. Shiva. Du kannst gerne sterben. Ihr merkt, der Boss ist ein echter Blitz. Und sowas nennt sich Boss. Das ist kein Boss, das ist eine Witzfigur. 16 Zaubermagischsteine, wow. 14 AP. Beherrschen und Donnerwandler. Kältewandler. Hitzewandler. Und das sind so weiße, komische Typen. Es ist ja zu gefährlich, gehen wir. Ja. Wer ist sie und woher kennt sie uns? Diese mysteriöse Frau. Wer war das? Ich habe keine Ahnung. Aber egal. Lass uns gehen. Ich habe die Schnauze voll von heute. Oder kann ich das sogar schon zeigen? Abilities haben wir jetzt hier. Kältewandler. Zaubersplitter. Kümmer.
Hammer Eis mit herstellen und magischer Stein. Könnten wir sogar schon Eisgar mit herstellen. Da würde ich jetzt sagen, könnten wir 80 mal Eisgar. Ist die höchste Stufe von Eis, die es gibt. Und die dann zu koppeln, oh, das würde bösen Schaden machen. Cool, niemand kann alleine vor sich hinleben. Aber ich will mir die noch, wer behauptet das? Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt verwenden soll oder noch ein bisschen aufbewahren soll. Weil an sich, wenn ich damit Eisgar koppel, dann auf Stärke gehe, ich glaube, dann machen wir auch schon übel Schaden. Deswegen, es ist schon verlockend. Es ist sogar sehr verlockend. Aber ich denke mal noch nicht, dass ich das machen werde. Jo, da bist du ja. Wo warst du eigentlich? Ich habe dich überall gesucht. Wir sind jetzt richtige Teams. Und das wirklich Coole ist, wir haben jetzt alle Einzelzimmer. Dein Zimmer ist genau gegenüber deinem alten. Ich wollte dir das mitteilen. Hab ewig nach dir gesucht. Na dann. Schön. Unser neues Zimmer. Wer hat das eigentlich alles umgeräumt? Frage ich mich gerade. Ernsthaft. Ich brauche Schlaf. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis morgen. Lalalalala. Noch nicht mehr zugedeckt. Squall, unser erster Job als Seed. Wir sollen angeblich nach Timber. Der Befehl lautet, in Zivil vor der Kartenleser sammeln. Vor den Kartenleser sammeln. Tempo! Ja, wie speichern brauchen wir jetzt nicht, da wir jetzt gleich sowieso draußen sind und speichern können. Ich bin ein Seed, ein Seed, ein Seed. Und ich erhalte gleich was ganz Tolles. Und das würde ein epischer Kampf werden. Voraussetzung, ich überlebe ihn. Ja. Ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Oh. Es wäre genial, wenn ich es schaffen würde. Aber es wird sehr schwer. Moment, was kann ich jetzt eigentlich den anderen GS beibringen? GS, du erlernst Zauberwandler im Auszauber wird Masterzauber erzeugt. Ja. Du erlernst Körperkopplung. Du lernst Elementabwehr. Das sind schon richtig wichtige Zauber, die man hier lernt. Aber ich finde das gut. Okay, geht vollkommen okay. Was finde ich eigentlich, der Kartenleser? Ach, keine Ahnung. Ah ne, ich brauche nicht zu speichern. Reicht, wenn ich gleich draußen speichere. Tschüss. Noch eine Minute. Und da kommt er. Ah, was ist das für ein lustiges Gerät, da wohl drauf ist? Geschafft, geschafft. T-Board fahren ist hier verboten, schon vergessen. Sorry. Ist aber mega praktisch, bestimmt nützlich für Seed-Missionen. Das werden wir wohl beurteilen. Irgendwie sind diese Ausbilder, die Gartenausbilder mit den Outfit um mich scheiße. Wird beschlagnahmt. Ihr seid zwar Seed, aber gleichzeitig auch Schüler des Gartens. Als Seed müsst ihr euch vorbildlich verhalten,
Regelwidrigkeiten werden nicht geduldet. Arschloch. Ihr erster Auftrag, nicht wahr? Ihr Reiseziel ist die Stadt Timbar. Dort werden sie einer Organisation unterstellt. Am Bahnhof von Timbar wird sie ein Mitglied der Organisation kontaktieren. Er wird euch folgendermaßen ansprechen. Der Wald hat sich verändert. Ihr werdet darauf antworten, es leben aber noch Eulen. So lautet die Parole. Des Weiteren befolgen sie deren Befehle. Nur wir drei? Ja, wir haben den Auftrag zu einem Belegtarif angenommen. Normalerweise werden Aufträge dieser Art gar nicht. Lassen wir doch nur die Einzelheiten. Squall, die sind der Anführer. Folglich haben sie das Kommando. Tell und Jeffy, die beiden müssen Squall nach Kräften unterstützen. Führen sie den Auftrag erfolgreich durch. Und wenn man jetzt geht, hat man die Arschkarte. Deswegen erst ansprechen. Ach richtig, Squall, ich hätte es völlig vergessen. Dieses Item ist verflucht, aber durch die Hand eines Helden wird es zu einer mächtigen Waffe. Wunderlampe erhalten. Also wenn man ihn jetzt nicht angesprochen hätte, hätte man das Item nicht erhalten. Und dann wäre kein epischer Kampf gleich entstehen. Oh ja. Bei der Wunderlampe? Was wird wohl in der Wunderlampe so drin sein? Kein Djinn. Kein Genie. Wenn man so will. Was viel genialer ist. Und was sehr gefährliches. Lösen alles. Ja. Koppeln geht. GF. Du grüßt wieder Ifrit. Zauber. GF. Du übernimmst den Fall Items, weil ich werde dieses Mal zweimal Item drin haben wollen. Koppeln, GF, Krieger, Kuddel. GF, Dwarf und Item. Es hat schon seinen Grund, warum ich das mache. Koppeln. Ja, ist eigentlich egal. Und dann noch Selfie, Koppeln, Zauber. Da kriegst du halt Blitz. Feuer. Wo hat die noch hier was? Ne. So. Puh. Aber vorher vor dem Kampf richtig gut heilen und speichern. Mal wird doch ein enger Zeitdruck, aber ich glaube, der hat nur so um die 8000. Der Boss. Ja, es ist ein Boss. Ein geheimer Boss, könnte man sagen. Ein freiwilliger Boss. Item. 4 Phönixfedern, 2 Elixiere. Verwenden wir einfach mal ein Zelt. Einfach nur, weil wir es können. Weil ich doch schon gerne bei dem Kampf geheilt sein will. So, und jetzt kommt mit Abstand einer der schwierigsten Kämpfe des Spiels. Wunderlampe. Wer wagt es, mich aus meinem Schlaf zu stören? Und der ist extrem mies. Der kann gut Schaden machen. Ja, schon allein dadurch. Oh, das wird so ein schwerer Kampf. Und man sieht, diese Zauber alleine schon zu wirken, wird schon sehr schwer, oder den zu ziehen.
Elke wird sich einfach angreifen. Danke, der Boss, der ist alles andere als einfach. Und ich glaube, der hat eine gute Abwehr, Verteidigung. Also. Das geht, 438. Wir können auch du jetzt versuchen, aber ne, ich will einmal. Ja! Sehr schön. Aber ich glaube, der kann keinen Zauber, ne? Sehr schön. Einmal Gravit. Oh, das ist gut. Auch wenn es nur einmal ist. Hier muss man wirklich gut heilen. Am besten auch immer direkt verschwenden. Weil... ihr seht jetzt, wie viel Schaden wir machen. Und als Gegenzug heilt er uns. Aber ich glaube, Dwarf Zauber macht sogar noch mehr Schaden. Wir können ja mal gucken, wie viel der hat. Aha. Rotes, mal auf Squall. Einfach. Das ist wirklich die beste Methode, um den Kleinen zu bekommen. Aber es ist halt schwer. Man muss ihn erstmal so weit bekommen. Das ist ja das Schlimme dran. Rotes auf Selfie. Dwarf, Krabi, Zaubern. Okay, man könnte sich im Notfall auch mit Reinbieter wieder voll heilen. Was? Wir haben ja nicht mehr wirklich viel Zeit. Okay, ich werde den Kampf definitiv noch drin machen. Ah, kann das mal bitte funktionieren? Rotes. Weil das würde so schön viel Schaden machen, glaube ich, wenn ich das so mache. So ein bisschen mehr vor deinem physischen Angriff. Ja! Schaffen wir einmal. Und ich glaube, weil so macht er sogar noch ein bisschen mehr Schaden, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich bin mir jetzt gerade auch nicht hundertprozentig sicher. Boah, Fehlgeschlagen. Wie viel Schaden du machst. Aha. Du mal gleich weiter mit PF an. Hier mach mal weiter mit Krabi Zauber. Und du machst jetzt wieder. Tombola, nochmal. Ja, mach Mega Bieter lieber auf Nummer sicher gehen. Weil sonst greift er uns einmal physisch an und wir haben übel Schmerzen. Megabieter heilt wirklich alles. So. Und nun greift mal weiter mit mir. Verdammt. Ich denke mal, den packen wir. Ah, schön ist, die Fähigkeit kann uns leider nicht. Kann uns nee, nicht leider, um Gott sei Dank, nicht töten. Aber ich frage mich, wie viel KP der hat. Ich bin mir jetzt auch nicht wirklich hundertprozentig sicher. Desto mehr Schaden. Desto weniger macht, desto weniger hat er auch, logischerweise. Ich glaube, macht immer ein Viertel von dem, was er noch hat. Ah, ich glaube, jetzt können wir langsam anfangen mit. Die S drauf zu hauen.
will aber... Ich will aber auch gerne wissen, wie viel der noch hat. Mann, ich habe ihn irgendwie schwerer in Erinnerung. Na gut, ich habe, wo ich damals gespielt habe, war auch schwer, aber jetzt inzwischen... Boah. Diablos, eine GF, die in einer anderen Dimension lebt. Die verwendet Angriffe, mit der die Großteil des HPs des Gegners verringert. Interessiert mich nicht. Ich mach dich einfach nur platt und fertig ist. Vulkan Gravaya die Beschwörungen drüber töten? Mal gucken, vielleicht kann ich euch ja mal Multi zeigen. Tatsache, das kann wohl töten. Ich kann die GFs töten. Wow. The hell. Die Fritz ist tot. Das ist aber nicht nett. Boah, ich hatte dieses X. Wie sehr ich es hasse. Ja. Lernst du Shiva kennen. Los, hau einfach drauf, Tell. Auch wenn das nicht wirklich viel bringt. Los, und ich mach mal Diablo. Ein bisschen Eis unterm Hintern. Ich weiß, es hat echt voll im Hintern, aber ich würde es leider tun. Er kann es nicht mehr. Ich muss mal ein Eis unterm Hintern machen. Boah, mal heilen. Der Vita funktioniert ja, ist ja kein Problem. Kann man eigentlich keine GF wiederbeleben? Nein, schade. GF, Shiva. GF, wieder Kuddel. Nicht, dass Shiva und Harry die einzigen GF sind, die überleben. Könnte durchaus passieren. Ach komm. Hauptsache wir schaffen Diablo. Ja, Diablo. Ist cool. Und das war's, wieder cool. Ja, das macht eher später wirklich Sinn. Wo wir wirklich viel Schaden machen. Burning Wave. Und Bam. Macht zwar Schaden, aber... Multi. Jetzt will ich wissen. Tötet es oder tötet es nicht? Tötet nicht. Duell. Komm da nochmal. Nochmal. So. Perfekt. Ich bin nicht lebensmüde. Burning Rave.
Leider hat Squall noch keine Spezialfähigkeiten. Also jetzt so wie er, glaube ich nicht. Boah, der Kampf wird extrem lange. Mega Beta! Aber es ist ein epischer Kampf. So. Shiva! Na, du hast keine GF mehr. Hau drauf! GF, du hast auch keine mehr. Dann kannst du auch drauf hauen. Ja, das wird ein extra Paar. Boah, ich dachte, der hätte Shiva getötet. Hätte echt dämlich, der Shiva getötet. Hätte. X verpiss dich, X verpiss dich, danke. Der Scheiß ist, ich hasse es. Komm, gib auf. Du willst auch nicht mehr weiterkämpfen. Du bist besiegt. Brot ist vom Fels erloschen. Komm, du willst auch nicht mehr weitermachen. Aber so viel kann auch nicht mehr haben. Vielleicht haben wir Glück und Shiva gibt mir jetzt einen Anstoß. Voraussetzung, das X verzieht sich mal ganz schnell. Na, okay, ich hätte mal höher geschafft, wenn ich X nicht so lange da geblieben wäre. Fast so lange wie der erste Part, wa? Es scheint, als habe ich zu lange geruht. Und wir haben es geschafft. Aber für den Kampf geht auf Geralt. Diablos Karte erhalten auch noch. Stimmt halt ja auch noch. Lebensbeherrscher. Diablos. Ein würdiger Gegner. Er hat schließlich ein paar Gäste von mir gekillt. Das Sack. So, speichern wir noch. Und das war's dann für heute auch mit Final Fantasy. Ja, das haben wir gut hinbekommen. Ich habe Diablos noch in den Part geschafft, wie ich es vorhatte. Ja, ein bisschen überzogen, gewaltig überzogen. Hä? Aber egal. Wie es weitergeht, dann werden wir im nächsten Part einfach im Final Fantasy 8. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.